Ich mache heute was ganz Dummes. Ja, man sollte es sich zweimal überlegen. Ich habe jetzt dreimal überlegt. Ihr seht hinter mir die Aufzeichnung da. Fenster. Da soll ein Fenster rein. Und ich habe mir echt lange Gedanken gemacht, welche Fenster. Und irgendwie hatte ich keinen Bock auf die typisch aussehenden Camperfenster. Vielleicht werde ich im Nachhinein bereuen. Und wenn ja, ja, dann muss da ein Camperfenster rein. Aber erstmal nein. Ich habe mir ein Fenster besorgt, was so ähnlich ist wie das hier. Also von der Schiebemechanismus, sonst noch was. Also ist wirklich auch von einem Mercedes. Ich weiß noch nicht von welchem. Es ist nur viel kleiner. Also, ja, wenn ich das so als Vergleich halte, bisschen kleiner. Nur das einzige Problem ist bei diesen Fenstern, die werden normalerweise eingesetzt, ja, wie so in Einbuchtungen wie hier mit umlaufender Gummierung. Das heißt, dahin, wo die vorgesehen sind. Ich will die aber jetzt hier reinschneiden. Hier ist kein doppeltes Blech, also kann es schon mal zumindest mit der Gummierung nicht halten. Also muss ich komplett was anderes mir hier einfallen lassen, wie das halten sollte. Dazu kommt zusätzlich, hier sind diese Ausbuchtungen. Das heißt, das Fenster setzt sich von hinten drauf und dann entstehen überall ja diese Lücken. Das muss ich auf jeden Fall auch noch ausgleichen. Also ich habe mir schon wieder viel zu viel vorgenommen. Einfacher wäre so ein Camperfenster rein, gegen ein Stück Holz drauf und fertig. Aber nein, Erich macht schon wieder Quatsch. Mal gucken, was am Ende mit dem Quatsch wird. Ich bin sehr gespannt. Ja, so ein Loch ist schnell gemacht. Jetzt ist die Frage, ob das wirklich dann am Ende passt, alles, was ich mir gedacht habe. Jetzt gucken wir mal, dass wir es mal rausnehmen. Oh, erstmal ganz gut. Okay. Ja, das Wichtigste kommt jetzt. Ich habe extra eigentlich ein bisschen weniger abgenommen. Den Rest will ich mit der Flex gleich ausrunden. Die Frage ist, ob die Scheibe überhaupt reingeht. Das wird jetzt das Wichtigste sein. Oh, ist ja richtig zügig hier geworden. Und richtig hell. Bisschen Schleifarbeit ist noch nötig, aber das war auch klar. Also, das Fenster passt schon mal. Der Ausschnitt ist eigentlich perfekt. Das Einzige, was ich gemerkt habe, ursprünglich habe ich gedacht, ja, ich setze das Fenster von innen rein. Jetzt habe ich ja mal kurz von außen das Fenster dran gehalten und es sieht mega aus. Ich dachte, es wird scheiße aussehen, deswegen dachte ich so, ah, ich brauche da was viel umständlicher. So, jetzt wird es von außen einfach eingesetzt. Und wenn es soweit passt, einfach schnell Karosseriekleber, Fenster dran manschen. Und dann mache ich aber noch vier Löcher durch diesen Fensterrahmen hier rein, so dass die auf der Seite hier einmal rauskommen. Und da setze ich halt noch mal komplett auf Schrauben einfach. Ja, soweit sind die Kanten eigentlich alle entschärft worden. Ich habe das auch schon mal mit Benzinreiniger gereinigt. Jetzt kommt einmal eine Schicht Bronto Kurox drauf. Bisschen habe ich noch was übrig. Einmal entlang der Kanten trocknen lassen, Kantenschutz drauf, Fenster reinkleben. Das muss heute noch passieren, denn es soll regnen. Sieht auch nicht so gut aus aktuell. Dementsprechend schneller arbeiten. Ja, es regnet. Das Loch ist immer noch da. Es regnet. Ach, ja. Na egal. Die paar Tropfen. Jetzt muss ich viel schneller arbeiten, da es gleich schon wieder regnet. Also es hat gerade kurz geregnet. War schon echt scheiße. Jetzt soll es noch mal regnen. Egal. So, Kantenschutz haben wir schon mal soweit drin. Jetzt gehen wir mal das Ganze einmal säubern, putzen nochmal mit Benzinreiniger. Dann einmal Sikaflex dran.
und reinkleben. Ich habe hier ordentlich erstmal Sickert reingemacht und das, was übrig bleibt, habe ich hier so ein Konturband, damit kann ich das dann quasi abziehen. Mal gucken, ob es klappt. Theorie klappt immer. Ja. Gut, unten, dieselbe Seite. So, dieselbe Seite? Ja. Genau. Kannst du da irgendwo, ja, so, so anpressen? Was? Ey, warte, ich helfe dir gleich. Ich sehe ja von der, ich muss nur kurz einmal. Das schwarze Zeug klebt überall. Boah, die Wurst kommt hier überall ordentlich raus. Jetzt wird das Ganze nochmal zugeschmiert. Mal gucken, wie das Ergebnis wird. Oh, das funktioniert ganz gut. Da habe ich ein bisschen rumgemascht, muss ich gleich wegwischen. So. Die Dinger mache ich mit so einem Sika-Entferntücher. Die gibt es tatsächlich so zu kaufen auf Rolle. Die sind immer feucht und damit kann man ganz gut Sicker aufsammeln. Und es regnet schon wieder. So, die Scheibe ist aber dran. Ich habe die auch reingeschraubt, jeweils mit 4 Schrauben nochmal rein. Damit habe ich die angepresst und angezogen. Ja, jetzt muss Sicker trocknen. Gut, bei dem Wetter. Aber ich habe die Scheibe drin. Oh. Gott, das war ein Akt heute, echt. Mit dem Regen habe ich absolut heute nicht gerechnet. So sieht's aus. Neuer Tag, neues Glück. Oder irgendwie sowas. Ich habe wirklich Glück, draußen scheint die Sonne. Bei Regen vorhergesagt, deswegen freue ich mich drüber. So, wir sind ein Stück weiter gekommen. Wie ihr seht, das Bett ist soweit fertig. Auch der Deckel hier drauf ist schon fertig mit den Ausschnitten. Jetzt muss ich nur noch quasi hier so wie hier, diese Ablage Holzstückchen, damit man das einmal schön drauflegen kann, hier hin machen. Das fehlt bei mir noch. Aber ich habe gestern quasi, bin ich schon mal einen Schritt weiter gegangen und habe was für die Küche getan. Und zwar seht ihr hier einen ersten Kasten, in dem quasi später auch die Kühlbox steht. Da ist ein Punkt, da ist ein Punkt, da ist ein Punkt. Folgendes sehen wir aktuell, dass die Küche, dass ich hier zumindest die Ecke nicht mehr auf der Linie stehen kann. Denn da müssten wir die Ecke noch mal etwas wegfeilen. Und zwar nur, weil da diese Säule, die macht eine leichte Kurve, unten vor allem, extremst. Hier oben sieht man es auch, dass die Kurve da fortgesetzt. Hier ist ein Bauch und da geht quasi es wieder hoch. Ja, somit muss ich quasi die beiden Kurven da minimal noch anschleifen, damit sie sich perfekt setzt. Aber danach kann ich mich trotzdem schon orientieren und das Ganze einmal fixieren. Tada! Ja, ich habe ein zweites Element beendet. Ursprünglich dachte ich, das wären 2 Kästen, die ich nebeneinander stelle. Da habe ich gedacht, so hey, wofür Holz verschwenden? Denn ich habe ja hier schon eine sehr gute Rückwand. Also brauche ich nur noch auf der Seite was. Streben, die das miteinander verbinden. Und eine Strebe und fertig. Also somit ist quasi mein zweites Element auch schon fertig. Das ging ja relativ schnell. Manchmal sitzt man einfach da und überlegt, wo was hinkommt und dann vergeht auf einmal eine Stunde und mehr. So, wir haben ja bei der Küche, soweit die Küche ja
die Elemente dran. Jetzt überlege ich die ganze Zeit, wie hoch etwas ist. Da habe ich mich schon mal zumindest für eine Sache entschieden. Hier ist eine Wand, die innen drinne quasi das Fach von diesem Fach trennt. Geht ein bisschen höher, damit die Sachen, die hier platziert werden, meistens halt Töpfe und sowas, nicht rüberrutschen auf die Seite. Und gleichzeitig habe ich überlegt, da hier unten schon mein erster Schlauch ankommt für warmes Wasser, da kommt auch mein zweiter Schlauch hin, dass da eigentlich auch die Pumpe sitzen soll. Ich habe ja diese Pumpe hier, die verwende ich tatsächlich im Buchanker und im Jumper, also in jedem Fahrzeug bis jetzt, bin echt super zufrieden, vollkommen ausreichend. Naja, und die Frage ist, ob die Pumpe einfach diesen Kasten hier ausfüllen kann und da platziert werden kann. Denn ich könnte ja das als Serviceklappe benutzen, die ich dann quasi aufklappe. Und hier hängt einmal die Pumpe. Da wir aber zwei Pumpen hier drin haben, wir haben ja einmal Warmwasser und einmal Trinkwasserpumpe, muss ich jetzt für beide Pumpen hier einmal durchmessen, ob das so hinkommt, wie ich mir denke. Aber das wäre schon mega, wenn beide Pumpen da verschwinden. Und dann kann ich einfach dieses Holzstück, hier zwei Schrauben, die Schrauben lösen, aufmachen, Serviceklappe auf. Das wäre gut, oder? Zumindest bin ich aktuell dahin geblieben, dass ich das machen will. Mal schauen, ob das am Ende auch wird. So, damit man sich ein bisschen vorstellen kann, wie der Bus aussehen wird. Hier ist schon mal die Aufsicht. Also Küche, klar. Erste Sitzbank. Daneben liegt schon Zollstock für die zweite Sitzbank. Dann kommt da an der Wand noch komplett hoch ein Regal hoch. Und wenn wir nicht faul sind und es noch schaffen, kommt eine Dusche direkt in die Mitte noch rein. Ja, aber so sieht das Ganze inzwischen aus. Also aus der Richtung. Ja, die Kisten oben hängen schon. Die Sitzbank, Küche und Bett. Cool. So, ich glaube, damit ich heute überhaupt irgendwie vorankomme, muss ich zwei Sachen erledigen. Das muss ich sagen, es ist jetzt schon 4 Uhr. Es ist 4 Uhr. Bin heute keinen Schritt vorwärts gekommen, ne? Bin seit 11 Uhr hier. Seit 5 Stunden. Oh. Ich wollte heute meinen Tisch quasi hier schon anbringen. Es hat aber nicht so funktioniert, deswegen saß ich ziemlich lang und überlegte und feilte und machte. Naja. Ist manchmal so. So, dann plane ich jetzt mal einmal die Sitzbank. Ich fange mit der Sitzbank an. Dann habe ich danach quasi den Eindruck, wie das Ganze wirkt und wie das ausschaut. Dazu baue ich jetzt einfach erstmal aus Konstruktionsholz etwas fertig und dann jetzt verkleidet. Irgendwie ist es schön, in fast fertigen Bus zu sitzen und einfach sich das anzuschauen. Nein, fertig sind wir nicht. Dieses Fass ist noch lang, aber auf jeden Fall wird es langsam was. Also meine Sitzbank gegenüber ist schon fertig. Die Schienen sind da und ich möchte gerne bei der Küche jetzt schon mal den Kühlschrank platzieren. Das Blöde ist halt, ich wollte die Arbeitsplatte schon draufschrauben, aber die war nicht lieferbar. Jetzt muss ich irgendwie die nächsten 5 Tage warten. Denn wenn die Arbeitsplatte fertig ist, da muss ich ja quasi noch mein Induktionsfeld dann reinsägen, sag ich mal, vertiefen. Und erst dann weiß ich, wie hoch bestimmte Schubladen werden oder bestimmte Fächer halt werden. Das heißt, ich kann jetzt nur von unten ein bisschen arbeiten und die Sachen abstecken, die ja, ich schon zumindest weiß. Und das unter anderem zum Beispiel der Kühlschrank. Da weiß ich schon auf jeden Fall, wie er platziert werden soll. Das mache ich heute. Dann wird auf jeden Fall schon mal die Bank lackiert. Ich hoffe, Lisa kommt gleich nochmal mit Piet und werden mir mal ein bisschen die Bank lasieren. Denn wie ihr seht, holzfarben, grau.
So, oder blau, grau-blau. Ich weiß es gar nicht. Wie schaut es denn bei euch dann aus? Grau, ne? Ja, ich würde mal sagen, wir kommen wirklich mit einigen Schritten voran. Ich habe mir aber eine Liste gemacht. Hier ist hier. Das ist das alles, was ich noch erledigen muss, bevor ich zum TÜV fahre. Und das in 2 Wochen. Auf jeden Fall noch ein paar Schweißarbeiten, ein bisschen am Fahrzeug außen dran. Und für die Wohnmobilzulassung müssen halt einfach gewisse Sachen funktionieren halt. Ne? Und dementsprechend warte ich jetzt, wie gesagt, die Arbeitsplatte muss drin sein, damit der Kocher reingeht. Das ist das Wichtigste. Der Tisch muss gebaut werden. Das sind so die Funktionen innen drin. Der Rest eigentlich tatsächlich für eine Wohnmobilzulassung habe ich fertig. Bett ist da, Staufächer sind da. Staufächer sind da oben. Ende. Die Schönheit ist unwichtig, komischerweise bei Wohnmobilzulassungen. Es geht nur um Voraussetzungen. Nach deutschem Gesetz muss. Ich habe mich bei der Küche, was heißt vertan? Ich habe gar nicht nachgemessen. Ich war im Bauhaus und da gab es diese Platte, die hier als Front ist. Die stand als Reste da und ich dachte mir so, ach, die nehme ich mal mit, vielleicht passt die irgendwo hin. Dann habe ich die hingestellt und dachte mir so, ach, wie perfekt, das ist die Höhe von der Küche, perfekt dafür, dass es hier steht. Ja, das Einzige, was ich dann nicht gemacht habe vorher, nicht nachgemessen halt, wie tief diese Platte ist. Ja, die Platte ist leider keine 60 cm tief, die ist exakt 59,5. Ja, das Problem ist, ich hätte gerne aber hier eine 60er Schiene gehabt halt für den Kühlschrank. Geht nicht. Ja, das nächste kleinere ist 55er Schiene. Die habe ich jetzt bestellt. Sind bis zu 70 Kilo Tragkraft. Das reicht allemal für unseren Kühlschrank. So, ich habe schon quasi, das ist ja die untere Platte, die dann verschraubt wird mit dem Boden. Jetzt habe ich als Verlängerung einfach genauso eine starke Platte da reingelegt. Hier an die Seite ein Holzstück aufgestellt, denn unter dem Kühlschrank kommt bei mir auf jeden Fall noch ein Regal, wollte ich schon sagen, eine Schublade rein unterm Kühlschrank. Und erst dann fängt der Kühlschrank an. So, damit ich die gleiche Höhe rechts und links beim Dranschrauben der Schienen mache, ist einfach ein fertiges Holzstück hier, 15 cm hoch. Das kann ich einmal nach rechts, einmal nach links. Die Schiene drauf ablegen. Ja. Boah. Die Schiene drauf ablegen und festschrauben. Dadurch sollten die Schienen quasi gleichmäßig überall sein, von der Höhe und von der, dass da keine Schräge sicher gibt. Also, so gehe ich zumindest bei den Schienen vor. Weil Schienen finde ich tatsächlich ab und zu mal echt schwierig, die richtig zu platzieren und zu überlegen, wie schraube ich die an. Aber ich bin guter Dinger, dass das auf jeden Fall eine gute Lösung ist. Okay. So. Die Vorlage für die Schiene ist fertig. Jetzt kommt einmal die Schiene drauf. Okay. So schaut es dann hier vorne aus. Wir haben hier keine Schraube hier rausgeguckt. Perfekt. Na, beide Schienen sind jetzt dran. Soweit schon mal alles erledigt. Ich habe auch schon eine Bodenplatte, die muss ich nur noch in der Länge zuschneiden. Aber wir testen schon mal, wie das Ganze hier drauf ist. Ha,
Da ist die Bodenplatte. Ja, ich glaube, der Kühlschrankauszug ist heute fertig. Mega. Schon wieder ein Häkchen im Kopf. Das tut so gut. Und hier drunter, seht ihr, wie viel Platz ich hier noch habe. Also voll entspannt noch. Hier kann ich noch einiges reinladen. Vor allem auch über die komplette Tiefe. Das ist schon ordentlich. Oha. Oha. Hier wird es jetzt gewittern. Da bin ich ja fast pünktlich geworden. So, da sehe ich hier den Kühlschrank. Einmal rausgefahren. Also wie gesagt, bei 60 wäre er komplett draußen. Jetzt verschwindet so ein bisschen. Aber ich kann trotzdem immer noch die Anzeige lesen. Das ist super. So. Kühlschrank ist drin. Und pünktlich zum Regen. Ich würde mal sagen, Feierabend für heute. Kühlschrank ist fertig, die Sitzbank ist fertig. Ein schönes Wochenende euch.